So, ein kurzer Zwischenbericht. Nach unserer Eröffnung, ihr seht, es hat sich alles wieder geändert. Bei uns sieht es immer so aus, wenn wir bauen. Und während wir bauen, kommen uns neue Ideen. Immer. So, hier haben wir eine kleine Küche, weil hier gibt es nur kleine Snacks, ein paar Bohnen. Ja, und sonst gibt es da so weiter nichts. Getränke, logisch. So, hier ist der Aufgang. Für oben für die Zimmer. Hier hinten nochmal ein Lager. Irgendwo muss das Bier und der Schnaps gelagert werden. Hier haben wir eine Umkleidekabine. Eine kleine Garderobe. Und hier haben wir eine Bühne, ein Klavier und einen Hock drauf. Da müssen wir nur die Beine ändern, weil der fällt dann so irgendwie rum. Das braucht kein Mensch. Und hier haben wir ein hübsches Klavier. Das haben wir aus dem Flügel gebaut, den wir da vorgeführt haben. So, hier kommen dann drei Fenster rein. Ist bis jetzt geplant. Hier haben wir Toiletten. Ja. So weit, so gut. Und jetzt geht's weiter hier im Takt. Genau, Rest wird Gastraum. Ja, hier haben wir eine hübsche Theke. Da können sich dann die Leute die Getränke in hohle Halsschüte oder in hohle Korb. Man kann hier sogar die Füße drauf setzen. Hier vorne, das fehlt uns noch, das müssen wir noch besorgen. Aber das kriegen wir auch noch. Mal sehen, was sich bis zum nächsten Ding wieder geändert hat. Das ist noch lange nicht zu Ende. Noch lange nicht. Ja, das Ganze wird modular. Wir wollten hier an für sich die komplette Wand rausnehmen. Jetzt haben wir nur 15 cm. Warum zum Rausnehmen? Ganz einfach. Dann kann man nämlich hier drin filmen. Von da unten und nicht von oben. Geht viel besser. Ja, so weit, so gut. Dann machen wir demnächst wieder im Speed. Bis später.
So, unser Saloon. Wir haben den soweit baulich fertig. In der unteren Etage. Da oben kommt noch ein Stück Etage her. Ein Rundlauf kommt da noch dazu. Den Innenkranz haben wir bereits schon vorgemerkt. Hier kommen normale Außenwände hin. Außenwand, Außenwand. Und hier vorne bis hierhin auch Außenwand. Ja. Ja. Und dann eben halt so ein Rundgang. Ja. Unsere Bar. Ich glaube, ich muss das mal kurz anheben. Wir haben den Saloon haben wir selbstverständlich die Baseplates unten festgenagelt. Also geschraubt. Ja, mit einer Lampe. So, wie ihr hier bereits sehen könnt. Mal gucken, dass wir da ein bisschen mehr. Nee, lass mal. Hier, da wo ich jetzt mit dem Spezialteile drin bin, spiegelt das Licht. Da spiegelt es auch. Und auch da. Das sind drei Fliesen dahinter, 6x6er. Die haben wir mit diesem Stift, haben wir die verchromt. Und diesen Stift, den haben wir letztes Jahr von Noppi geschenkt bekommen. Den hat er uns zugeschickt, wir sollen den mal ausprobieren. Noppi, nochmal herzlichen Dank dafür. Das Zeug ist klasse. Man muss es nur lang genug trocknen lassen. So, dann haben wir da Regale davor gemacht. Wie gesagt, es ist noch nicht eingeräumt. Hier haben wir einen kleinen Spieltisch. Jetzt nehme ich das wieder runter. Tue ich nachher noch mal kurz hochhalten. So, da haben wir auch schon ein paar Figuren drin. Das heißt also im Großen und Ganzen, das ist auch wie alle anderen unserer Häuser für Klemm Valley auf Xingbao-Figuren ausgelegt. Bis auf die Theke fehlen sämtliche Einrichtungsgegenstände. Ja, Clemmy macht noch ein paar Bilder, hängt die hinten dran. Eine wunderschöne Treppe. Das ist eine doppelte. Ja, die Eingangstür. Das ist Clemmy Spezial. Ja, ich muss dann auch ein bisschen höher. Ja, komm, ich halte so, einmal Clemmy Spezial. Auch davon mache ich mir ein paar Bilder. Geht auf und zu. Nein, ist keine Zugbrücke, ist eine Tür. Ja. Da kommen noch rundherum, kommen noch Stützen. Alles ganz klar. Wie gesagt, das ist jetzt hier der zweite Teil. Der erste Teil war die Ankündigung. Genau. Und jetzt hier der zweite Teil. So, dann haben wir hier. Lass doch mal. Gehen wir ein bisschen näher ran. Ein Klar 5. Ein Klavier. Gibt es auch noch im Foto. Und dann haben wir hier eine Bühne. Das war früher in den Saloons, war das gang und gäbe, dass da irgendwelche Vorführungen gemacht worden sind. Meistens sind da Indianer mit dem Totenpfahl herumgetanzt und so weiter. Ja. Klavier mit Hocker. Alles soweit okay bis zu diesem Zeitpunkt. Dann würde ich sagen, Leute, wenn ihr Anregungen habt. Ich meine, mehr kann man ja nicht fragen, oder? Ja, noch was. Das ist modular gebaut. Nein, das kann man hier nicht abnehmen, aber die Seite. Nimm sie bitte mal ab. Die wird man abnehmen können. Ja. Zur kleinen Orientierung. Der Eingang ist für eine kleine Küche. Da gibt es dann Speck und Bohnen und Kaffee. Und für den Rest hier, fürs Nachhausekriechen, ist dann hier in der Bar. Hier drüben ist eine Tür. Zeige ich jetzt nochmal gleich. So, hier ist eine Tür,
und die führt hier hinten hinter die Bühne. Und da hinten raus ist noch eine Tür. Da befindet sich dann das Lager, Fässer und so weiter und so fort. Da ist das Bier, der Schnaps, ja, und das ganze Geräucherte. Weil alles andere ohne Kühlschrank würde verderben. So. Was könnte man noch alles machen? Was haben wir vergessen? Ja. Schreibt es uns in die Kommentare unten rein. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ein Barkeeper, den müssen wir noch anschreiben. Der hat sich vor Monaten hat er sich gemeldet. Und habe ich gedacht, komm, den halten wir uns mal schön warm. Weil der hat sich sehr dafür interessiert, hier den Barkeeper zu machen. Mein Freund, wenn du zuguckst, wir haben dich nicht vergessen. Du machst den Barkeeper. Ja. So. Ich leg das mal wieder drauf. Ja. So, dann normal würde ich sagen, da gibt es bestimmte Filme, da ist da eine Frau als Saloonbesitzerin und ich spreche nochmal drauf an. Wir haben einen Kommentar bekommen von jemandem, ich sage jetzt nicht den Namen, nicht, dass gelöchert wird oder so. Die hat einen Vorschlag gemacht und melde dich doch nochmal. Das wäre furchtbar nett. Am besten mit einer E-Mail von dir, denn wir würden gerne das besprechen, was wir würden dir die Leitung von dem Saloon übertragen. Und falls Interesse besteht. Wenn du Interesse hast, wenn du natürlich sagst, ach, nee, das war mal so ein Witz und ein Gag von mir, dann guck mal nach jemand anderem. Und wir hatten beschlossen, dass derjenige, beziehungsweise diejenige, es muss eine Frauenstimme sein, dann diesen Saloon leitet und ihre Texte selber konstruiert. Und wir bauen das dann so, beziehungsweise machen das Filmchen so, dass das dann passt. Ja, ja, dann würde ich doch mal sagen, schreibt uns ein paar Sachen in die Kommentare. Nicht einfach nur, heute ist Frühling oder so. Nein, sondern was wir vergessen haben, was wir ändern. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert uns. Da ist eine Klingel, da wird es noch ein paar Teile von geben, weil das ist noch viel Arbeit. Ihr habt selbst gesehen, was da jetzt hier vom Dach gerissen worden ist. Und ein kleines Schmankerl hier hinten, kann man einen Teil von der Wand rausnehmen, dass wenn wir Filme machen, dass wir von da aus da rein filmen können. Weil von oben und das ist alles Murks. Ja, das war's für diesen Zeitpunkt von unserem Saloon. Bilder werden bereits auch auf clemvalley.de zu sehen sein. Baufortschritte und so weiter. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für heute mit wir sehen uns im nächsten Video. Und ich freue mich wahnsinnig auf eure Kommentare. Tschüss. Tschüss.